Hallo Leute, heute in Elektronik 5 Minuten das Atommodell von Bohr. Einen kurzen Überblick, damit ihr wisst, okay, was geht es denn hier? Kurzer Überblick, also das Bohrsche Atommodell besagt, es gibt einen Atomkern mit Protonen und Elektronen, Protonen und Neutronen, die Elektronen kommen jetzt, da gibt es so Schalen. Und hier gibt es eine Schale, die erste Schale, die fast zwei Elektronen fasst die. Und diese Schale wird auch genannt die K-Schale. K-Schale, zwei Elektronen. So, und dann gibt es hier noch eine weitere Schale. Und diese Schale heißt L-Schale und diese fasst acht Elektronen. Also wenn die inneren voll sind, dann packe ich hier weitere 8 drauf. So, 1, 2, 3. Da kommen noch 2 hin. So, hier mit lauter Elektronen. Negative Zeichen hier. Und dann geht es weiter mit dieser M-Schale. Und diese M-Schale, die schafft 18 Elektronen. Die ist wieder so drüber. Zeige ich jetzt nicht mehr hin. Und dann gibt es noch diese N-Schale. Diese N-Schale und diese schafft 32 Elektronen. Das ist die N-Schale, ist die äußerste. Und so ein Atom ist immer bestrebt, Edelgaskonfiguration zu erreichen. Das bedeutet, irgendwie mit anderen Atomen zu interagieren, sodass die äußeren Schalen immer voll besetzt werden. Das ist das Bestreben von jeder. Die Anzahl der Elektronen könnte im Periodensystem nachgucken. Seht ihr ja hier, hier ist Pyronsystem. Wenn ihr euer Pyronsystem nehmt, zum Beispiel Magnesium, seht ihr hier Magnesium, steht hier die 12, das ist die Protonenzahl, das ist die Protonenzahl und auch gleichzeitig die Elektronenzahl. Das bedeutet jetzt 12, aha, also 12 Magnesium, das sieht dann so aus, Atomkern, erste Schale, mit 2 voll, 2 Elektronen, dann diese L-Schale, da kommen 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, und dann kommen noch, jetzt haben wir hier 2, 8, 10, also es fehlen noch 2, zack, werden hier noch ergänzt, auf der ganz äußersten Schale, auf der M-Schale. Und jetzt haben wir hier das Atommodell von Magnesium. Und so geht es natürlich für die anderen dann analog dahin. Also das kurz zu anderes, das Bohrsche Atommodell. Kurzer Überblick gewesen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde mich einen Daumen hoch freuen. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.